Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ein Reaction-Video von Adrian auf League of Legends? Okay, ist ja mal so kreativ und was ganz Neues. Ja, Reaction-Videos wie diese gibt es wahrscheinlich unzählig auf YouTube. Aber ich möchte einfach mal auf den neuen, beziehungsweise neuen, also den rework'ten Champion Irelia reacten. Und ich dachte mir, Irelia ist zwar ein Champion, mit dem ich nie so viel zu tun hatte, weil er ja ein Top-Laner ist und ich Jungle Main und eigentlich sehr selten Top-Lane spiele. Aber Irelia ist so ein Champion, wo ich mir gedacht habe, den haben viele Leute gemaint und das ist ein richtiger OTP-Favorit. Und ja, jetzt möchte LoL diesen Champion reworken. Warum? Ganz einfach, weil Irelia anscheinend nicht das tut, was sie soll, sondern also sie ist keine richtige Klingentänzerin. Das Einzige, womit ihre Klingen früher getanzt haben, war ihre Ultimate. Und die ganz frühe Irelia weiß ich gar nicht mehr, wie die war. Die war aber anscheinend auch ziemlich OP. Und ja, jetzt wird Irelia gereworkt. Jetzt sollen die meisten ihrer Fähigkeiten was mit Klingen zu tun haben. Und da bin ich schon mal sehr gespannt. Und ich muss sagen, dieses Artwork sieht schon mal sehr gut aus. Ich habe bis dato eigentlich nur den Infiltrator Irelia Skin gehabt und mit diesem gespielt ein paar Mal im Jungle. Und das war eigentlich auch ganz witzig. Aber naja, mehr auch nicht. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, was Irelia so alles kann oder was sie in Zukunft können wird und wie sie so funktioniert. Schönheit und Tradition prägen den Tanz. Anmut in jedem Schritt. Kraft in jeder Drehung. Ihn zu tanzen ist eine Ehre. Und er ist das Letzte, was meine Feinde sehen werden. Oh, nice. Holy shit. Was ist das für das Assassin's Creed-Zeichen? Okay. Was? What the fuck happening? Moment, Moment, Moment. Stopp, stopp, stopp. Was passiert hier? Alter, ist die schnell. Okay. Ich komme gar nicht mehr mit. Also dieses Zeichen ist, glaube ich, ihre Ultimate. Mein Gehirn kriegt es nicht so schnell. Alter, das sieht ja richtig krass aus. Okay. Moment. Also es sieht schon sehr nice aus. Ich muss das. Warte, ich komme gar nicht mehr mit. Ich muss es. Nee, Moment. Hier so in. Ich muss es langsamer. Das ist mir viel zu schnell gegangen gerade. Und er ist das Letzte, was meine Feinde sehen Und es ist werden. das Letzte, was meine Freunde sehen werden. Okay. Ultimate. Sie springt durch die Gegner durch, so ähnlich wie Kayn. K.A. Dann. Ah, sie hat da so ein Klingenschild, was irgendwie Angriffe blockt und zurückschleudert. Sehen wir jetzt hier. Sie springt durch Kata durch. Kata ultet. Das blockt sie und stoßt zurück. Also ihre Klingen. Zack. Das ist ihre Q, glaube ich. Weil früher hatte sie auch eine Minion-Q. Da. Oh, Riven ist gestunt. Aha, das war ihr Stun. Ihre E wahrscheinlich. Dann Ultimate. Okay. Holy shit, das ist geil. Okay, das ist ihre E, meine ich. Alles, was in dieser Linie ist, wird gestunt für kurze Zeit. Und dann kann. Sie markiert die. Sie markiert die und dann kann sie da durchspringen. Das ist ihre volle Combo, glaube ich. Ultimate. E, Q, W, Q, Q, W, was weiß ich. Alter, okay. Alles klar. Ich behaupte mal ganz vorsichtig, dass sie jetzt auf jeden Fall mehr mit ihren Klingen tanzen wird. Das sieht sehr hart nach Katarina und Talon und Zed und Yasuo aus, was da alles drin ist. Also kann man sie als Assassine spielen, vor allem mit dem Assassin's Creed-Symbol? Da bin ich schon sehr gespannt. Auf jeden Fall wird sie immer noch ein Top-Lane-Bruiser bleiben, glaube ich. Also mit der gewaltigen Kraft, vor allem weil ihre Ultimate ja wie ein Engage aussieht. Zack! Klingen nach vorne. Holy fuck. Fuck, sollte man nicht sagen. Ja. Sieht sehr interessant aus. Ich bin sehr gespannt auf die neue Irelia, vor allem auf ihre Splash-Arts. Da bin ich auch mal gespannt, wie sie die verändern, weil ich finde, der Infiltrator Irelia Splash-Art ist schon sehr, sehr gut und auch der Skin an sich ist sehr gut. Aber jetzt, diese Irelia sieht ein bisschen jünger aus, sieht.
sieht mehr League of Legends aus. So, das aktuelle League of Legends hat ja einen anderen Zeichen- und Animationsstil als früher und als noch früher und als noch früher. Ja, ihr wisst, das ist immer im Wandel. Aber das sieht, also Irelia sieht schön aus, so als Mensch, aber auch rein grafisch gesehen. Also wirklich, da sieht man, das ist sehr aktuell und tatsächlich hat sie grafisch irgendwie dieses Rework schon gebraucht, wenn man das jetzt sieht. Aber ja, ich bin gespannt, was mit ihr passiert. Und vielleicht sehen wir sie auch mal in einem Kapitel des Dschungelbuchs. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir werden zu den weiteren Reworks und neuen Champions werde ich auch reacten, wenn ich Bock habe. Also das ist jetzt kein regelmäßiges Ding, aber naja, kann man mal machen. Das sind so kurze Videos und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das fandet. Lasst mir einen Daumen hoch da. Abos wären auch nice, falls ihr mehr Videos sehen wollt oder andere Videos, coole Videos, schöbert in den Playlisten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Wir sehen uns in der Kluft. Oh, das war dumm. Aber das... Krass. Krass. Geflasht.